Newsflash! Es kommt das KOTOR Remake! Aber zunächst, Kanzler Palpatine versichert euch allen, falls ihr Probleme mit der hiesigen Politik des Imperiums habt, könnt ihr zu friedlichen Gesprächen nach Alderaan kommen. Das Imperium ist bereits in Begleitung der Prinzessin von Alderaan unterwegs mit einer kleineren Delegation. Friedensverhandlung, natürlich. Deswegen sind wir hier. Feuer bereit machen. Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Aktuell. Es soll tatsächlich bestätigt sein, das KOTOR Remake soll wirklich kommen. Das ist eine Nachricht, die viele Fans wie mich persönlich auch sehr freut. Allerdings würde ich der Sache erst vertrauen, wenn sämtliche Seiten dieser Aussage wirklich bestätigen. Und hier habe ich noch einmal Irrenkino, der sich für euch zu Wort meldet. Hallo Dreedo, wie immer freue ich mich da zu sein. Ja, es wirkt so, als wäre es wirklich bestätigt. Wir werden höchstwahrscheinlich ein KOTOR Remake bekommen und mich als Fan freut das natürlich extrem. Vor allem was das bedeutet, wenn das zutreffen sollte. Dass Disney sich in diese KOTOR-Schiene hineinwagt, weil sonst hätte das Game in Remake keinen Support für diese ganze Richtung bekommen. Das kann darauf hindeuten, dass wir auf kurz oder lang entweder eine Serie oder vielleicht sogar eine Trilogie oder einen Film in der Alten Republik sehen werden. Und hier werden natürlich Fanträume für Leute wie mich wahr. Wie die meisten ja wissen, spielt meine Hörspielreihe Die Reise der Nearly Hope genau parallel zu diesem Setting, weil ich diese Ära einfach so geil finde. Es ist einfach schön, dieses Feeling. So viele Jedi, so viele Sith, so viele Ideologien, man hat die Mandalorianer, man hat nicht nur eine Seite, es sind einfach viele Seiten. Es hat mir, ja, man muss es wieder mal mit Game of Thrones oder was anderem in der Richtung vergleichen, es hat einfach etwas Größeres, weil man nicht nur Gut gegen Böse hat, sondern viele verschiedene Ideologien, die gegeneinander wirken. Und die KOTOR-Reihe speziell hatte noch dieses Star-Wars-Abenteuer-Feeling, was man aus der Originaltrilogie noch kannte, was so ein bisschen verloren ging mit der Zeit. Da werden viele Fans Ihnen sicher recht geben, die KOTOR-Reihe ist schließlich bei Fans extrem beliebt und ich hörte, dass Sie selbst derzeit an einer kleinen Serienversion arbeiten. Ja, das ist richtig. Ich arbeite derzeit an einer Mini-Animationsserie, die ein Revan-Story näherbringen soll und in Ingame-Grafik erstellt wurde, so dass man dieses alte Feeling von diesem Spiel einmal nochmal so miterleben kann. Hier werde ich allerdings nur die erste Folge zunächst ausstrahlen, in den nächsten 2 Wochen, und bin auf euren Support angewiesen. Wenn ihr mir sagt, dass euch das gefällt, arbeite ich gerne weiter daran. Ansonsten war es schön, mal in eine 5-minütige Episode hineinzusehen und den Beginn von Revans Reise mitzuerleben. Verzeiht den kleinen Versprecher, alles sehr aufregend. Aber Hörspielfans werden auch auf ihre Kosten kommen, denn The Beginning ist ebenfalls eine Geschichte, die in derselben Zeit spielt, wird demnächst auch erscheinen, kurz nach der Revan-Folge. Wir halten euch natürlich wie immer auf den Laufenden, falls etwas Neues passiert. Ich bin Dreedo und das war Star Wars Aktuell.